Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2 The Last Mission, der wahrscheinlich letzte Part. Ja Leute, ich bin immer noch ein bisschen deprimiert über das, was das letzte Mal so passiert ist. Das ist wirklich schauderhaft gewesen. Ich habe mich schon seelisch und moralisch darauf eingestellt, dass wir in ein paar Tagen mit Metal Gear Solid 3 anfangen. Nein, jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Vielleicht klappt das ja jetzt wieder ein bisschen besser und wir werden nicht wieder so übelst verwirrt. Puh, es tat trotzdem weh. Naja, vielleicht freue ich mich ja über das hier. Das ist ein Krieger Level 1. Was ich jetzt alles verloren habe, müsste ich mir überlegen, ob ich so einen Mist jetzt wieder mitnehme. Ja, ich habe jetzt eh Platz. Es ist so traurig, ganz ehrlich. Wir waren so gut und dann kam dieser kleine dreckige Part und hat mich so dermaßen in Verwirrung gesetzt. Das war nicht schön. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Unsere wichtigsten Kostüme haben wir ja zum Glück noch. Heilmäßig wird es jetzt eng. Jetzt muss ich mich eventuell doch noch heilen. Nee, komm. Puh, yeah. Ja, ich muss jetzt natürlich, weil, schaut es euch an, wir haben ja jetzt, doch gut, ich habe noch eine große Heilkunde, aber ich habe kein Äther mehr. Und ansonsten, ja, nur diese eine große Heilkunde. Dann werde ich die jetzt auch mal nutzen. Auf, Moment, das hat sich jetzt alles wieder verschoben. Wo haben wir es denn? Samurai, da unten, Level 8. Ja, dann Kostüme sind ja auch ein bisschen angeknackst, aber da kann ich momentan keine Rücksicht drauf nehmen. Wir haben eine Kostümkunde bekommen. Mal gucken, ob ich die gerade gebrauchen kann. Wir haben ja noch einen übersinnlichen. Ich habe sogar zwei Kostümkunden, also werde ich es wohl nicht gebrauchen können. Trotzdem, wir gucken nochmal. Itemschütze und Schütze bringt mir gerade nichts. Und der Krieger. Nee, das bringt mir leider momentan gar nichts. Deswegen weiter im Text. Da unten lag noch ein... Hä? Achso, der Gegner ist gerade drauf, da ist noch ein Item. Bitte, lass es nicht wieder... Oh Gott, da oben mein Albtraum. Mein schlimmster Albtraum ist gerade erschienen. Hilfe, der Ver... Ja, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann, zwecks, Skills, damit das eben nicht nochmal passiert. Himmelsbrause, okay. Ich würde gerne den in einer Reihe haben, nicht unbedingt direkt vor mir. Okay, das lassen wir mal so. Jetzt gucke ich nochmal meine Skills genau an. Aber ich habe da halt nichts, was mir wirklich helfen könnte, ne? Killwerfen ist Quatsch, kommt. Weitere Schoßtiere. Was? Was ist das denn? Schoßtiere rufen für Generalangriff. Der Fernschuss. Der kostet mich Magie. Todesurteil, dunkler Himmel kennen wir. Charakterwechsel, Hypermodus für bestimmte Rundenanzahl. Angriffe, Magie steigern. Die Fächerattacke bringt mich. Also das Einzige, was ich halt machen könnte, wäre, aber was ist das da? Weitere Schoßtiere rufen für Generalangriff. Ich muss mir das mal angucken. Krieg ich da, ist das eine Art Beschwörung? Ich muss mal gucken. Kommt. Ah ja. Das ist nett. Bringt mir nur leider nichts. Ja, jetzt habe ich meine gute Position natürlich kaputt gemacht. Aber ich kann mich ihm nähern. Ah, super. Aber habe ich das richtig gesehen, dass der Gegner dadurch eventuell verwirrt wird? Da war zumindest so ein... Ich probiere das noch einmal. Im Nahangriff kann ich auch nichts Besseres machen. Vielleicht macht es ein bisschen mehr Schaden, aber garantiert nicht den Gegner tot. Ich bräuchte sowas wie einen Schlafzustand. Okay, bringt eigentlich auch nichts. Stimmt, wenn ich die Diva wäre, könnte ich ja das Wiegenlied machen. Aber wenn ich dann einmal draufhaue, ist das Vieh wieder wach. Und so viel MP habe ich auch nicht für den Spaß. Deswegen... Ich darf ja jetzt nicht mehr so viel ausgeben. Mal gucken, vielleicht ist der Gegner daneben. Oh, yeah. Das one-hitted das Vieh. Der Schaden ist ja mal geil. Der Zustand ging zwar daneben, aber das ist ja egal. Das Vieh ist gerade gestorben. Geil. Okay, dann ist das meine neue Wundertaktik gegen diese Viecher zumindest. Werde ich jetzt immer so handhaben. Weil ich kann... Ich mache das mit der Verwirrung nicht mehr mit hier. Gut, beim ersten Mal war ich unvorbereitet. Da konnte ich ja fast nichts dafür.
konntest ja nicht wissen, dass das so heftig ist. Das zweite Mal hätte ich mir eigentlich schon klemmen können, aber gut, ab jetzt will ich diese Viecher effizient machen, aber das kommt halt drauf an, ne? Es wird halt nicht auf Dauer so gut gehen, befürchte ich, weil es kostet halt Magiepunkte und ich habe nichts mehr. Aber gut, es ist besser, wie nochmal verwirrt zu werden, so viel ist klar. Deswegen kommt, meine Freunde! Der Dompteur sei Dank. Dompteur. Oh shit, er hat's überlebt diesmal. Nein! Und das ist schlecht, dass er es überlebt hat. Weil dann habe ich nicht mal blind gemacht und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mich verwirrt, größer. Also es ist doch nicht meine neue Wunderwaffe. Verdammt! Ging ja trotzdem nochmal gut. Mist. Ich bin pissy. Das lief alles so schön und jetzt... Stirb, Fliege! Stirb! Ich bin Yuna, die Zerstörerin, die sich pieksen lässt. Stirb! Shit, ey, das ist ganz jetzt. Ich hab wirklich Angst. Jetzt kommt es auf unser Item-Glück an. Jetzt kommt es wirklich auf unser Glück an. Wir haben keine schönen Reserven mehr. Ein Shop wäre natürlich auch super. Ich muss mein Geld unbedingt ausgeben, um mehr Äther zu kaufen oder Heilkunde. Jetzt kommt es drauf an. Wie gnädig ist jetzt das Spiel zu uns? Fortuna, ich könnte dich gerade gebrauchen. Meine Reserven gehen zu Neige. So. Eine Inventurliste. Ich glaube, da gibt es nichts, was ich momentan hochschicken möchte, oder? Also runterschicken, eher gesagt. Nein, da gibt es nichts. Zustandsveränderung Blindorf, das kann ich auch nicht gebrauchen, aber ich lasse es mal im Inventar. Nein, die Inventurliste bringt mir gerade herzlich wenig. Ich gehe mal erst zum Stein. Der Stein wehrt sich wenigstens nicht. Ist ein lieber Stein. Wir sollten alle Steine sein. Wäre zwar ein bisschen langweilig, aber hey. Nein, die Fliege ist doch da. Shit. Oh, ist dumm, ey. Habe ich einmal zu oft gedrückt. Ein Wahn. Naja. Dafür ist jetzt daneben. Und die Fliege. Sowas von dort. So, gib mir was Schönes. Komm. Schlangengiftextrakt. Wir haben mittlerweile auch ein kleines Leveldefizit. 36 ist nicht mehr so schön. Kommt gar nichts mehr in der Richtung. Das Glück hat uns eigentlich schon seit mehreren Etagen verlassen, so gesehen. Dafür hatten wir es zuvor fast zu gut. Okay, das sind zwei Gegner, da werde ich mich jetzt doch erstmal heilen. Da hätte ich gerade ein WhatsApp angeschrieben. Aber das kann warten. Ich muss nur weglegen, damit ich meinen Timer wieder sehe. So, was wollte ich gerade machen? Ich wollte mich heilen. Jetzt muss ich natürlich mit... Oh nein, ich habe ja... Das habe ich ja schon wieder verdrängt. Ah! Was mache ich jetzt? Ich kann mich ja gar nicht mehr heilen. Ich habe ja keinen... Ich brauche unbedingt eine... Oh, verdammt. Die ganze Zeit habe ich diese Kostümquittungen gehabt. Jetzt, wo ich sie dringend bräuchte, ist er natürlich nicht da. Shit. Aber es bringt ja auch jetzt nichts zurückzugehen. Ich brauche Items, ich muss ja was machen. Ich gucke wenigstens mal rein. Das ist ein Item und vier Gegner. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mich dahin reißt, ist groß. Wie sieht es denn aus mit der Fächerattacke? In diesem Raum. Ich will das eine Vieh treffen, aber das... Das trifft mich und dann bin ich eventuell tot. Nee. Ich kann das nicht riskieren. Ich kann es nicht riskieren. So gern wie ich auch würde. Ich kann hier nicht mal rumlaufen. Aber wenn ich jetzt anfange, die Gegner zu ignorieren, dann kann ich eh einpacken. Och, das ist doch so traurig. Das riecht echt nach Ende. Das wird jetzt schneller kommen, als man denkt. Okay, ich könnte noch eine Sache machen. Ich könnte mich aber nicht hier. Ich könnte mich umkleiden. Ich könnte die Diva anziehen. Die hat nämlich volle Heilung nochmal. Das sollte ich auf jeden Fall tun. Außerdem könnte ich es ja dann nochmal mit dem Schlaf versuchen. Genau, das werde ich probieren. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, nicht der Dompteur an erster Stelle, die Diva. So, aber es ist vielleicht clever, dann den
Zauberschützen einzusetzen. Der müsste ja auch ein bisschen mehr HP haben, wie mein angeschlagener Samurai bzw. der kleine Tonteur. So, dalle. Yuna, mach dich sexy. Jetzt müssen wir mal halt hier die ganze Zeit mal überlegen. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Da muss ich jetzt, beziehungsweise ich sollte jetzt mit der Zaubermagie, mit der Schlafmagie hantieren. Die macht mich jetzt gerade ein bisschen mutig, dass ich die Gegner jetzt zwar nicht unbedingt besiegen kann, aber zumindest kann ich sie zum Pennen überreden. Da kann ich mir noch eins rüber trauen. Der guckt nach unten. So, probieren wir es mal. Wir singen ihn ein Lied, ein Wiegenlied. Kostet halt wieder 5 Magiepunkte, kann ich auch nicht mehr oft machen. Alle Gegner in Reichweite. Oh, das ist sogar ein Flächen. Das ist schön, dass das umlegen gilt. So, das Ding ist jetzt, das Ding schläft. Das ist natürlich gut, aber sobald ich dran haue, ist es wieder wach. Ich könnte das natürlich immer fies im Wechsel machen. Aber dann ist meine MP schneller leer, als ich gucken kann. Nee, ich habe volle HP. Was soll's? Ich werde... Oh, ich sehe gerade, das zweite Kostüm ist auch sehr angeschlagen. Moment. Umkleiden. Warum sehe ich das hier nicht? In dieser Liste. Das finde ich ein bisschen nervig. Ich glaube, ich muss es wechseln mit... Ich weiß nicht. Dann doch der Tonteur. Ist das die richtige Farbe? Ja, das zweite ist jetzt voll. Ja, komm, ich greife es an. Der Schaden ist ja auch gut. Jetzt ist er nicht dran. Also ich habe dann 2 Attacken für Umme, kann man sagen. Aber ich habe trotzdem... Oh, schöner Quit. Danke, Yuna. Danke, meine Heldin. So, der nächste Teufel. Und ich mache es wieder mit der einen Taktik. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis es aufhört, leider. Gute Nacht. Es scheint auch eine 100%ige Wahrscheinlichkeit sein. Das ist gut. Einmal drauf. Oh nein, ich darf doch nicht zweimal. Ich bin verwirrt. Ich darf doch nicht zweimal. Nicht den dunklen Himmel! Ich meine, okay, das Vieh stirbt eventuell, aber trotzdem! Ich habe gedacht, das Wiegenlied wiegt mich sicher dahin, dass ich zweimal angreifen darf. Ach, Yuna, wenn sie wenigstens öfters an Offensivmagie machen würde. Und da kommt das zweite. Ich bin tot. Ich leg den Controller weg. Das war's. Oh. Ne, ich bin noch nicht tot. Ich könnte nur heulen. Vor allem, wenn sie wenigstens... Sie hat jetzt wie oft geschlagen? Einfach nur zugeschlagen? Okay, eine Sache. Abilities. Wiegenlied. Schlaft. Nicht nur der. Ja, alle hier, genau. Oh. Gott. Okay, ich könnte den da unten töten. Der kann nicht mehr viel haben. Den müsste ich töten können. Dankeschön. Den anderen muss ich schlafen lassen. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Ich bin jetzt am Rande meiner Verzweiflung angekommen. Es geht jetzt nur noch darum, Items abzugrasen und hoffentlich was Gutes zu bekommen. Da hinten ist zum Beispiel ein Kostüm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die schlafen. Wenn ich Pech habe. Okay. Aha, also so 3-4 Runden oder was das jetzt war. Was haben wir hier? Zauberschütze Level 1. Okay, da könnte ich jetzt, glaube ich, den Zauberschütze aufwerten. Bringt mir jetzt aber so relativ wenig. Ich muss hier irgendwie nochmal rauskommen. Es ist so traurig. Ganz, ich würde so gern die Gegner machen, Leute. Es ist, und ich weiß, dass es indirekt mein Tod ist. Es wird mein Tod sein, wenn ich jetzt anfange, Gegner zu ignorieren. Jetzt ist das Vieh wieder in unmittelbarer Nähe und Aggro. Jetzt muss ich leider wieder das Wiegenlied spielen. Wobei die jetzt gerade sehr schön stehen, glaube ich, für... Ah, ne, jetzt kann ich nicht springen. Ich werde überleben und dann gucke ich blöd. Nee, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Als ich noch volle HP hatte, habe ich mich das noch zugetraut. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich brauche auch gar nicht den Tonteur reinzumachen. Der hat so seine... Der hat auch so die 50 HP mit Level 2. Brauche ich überhaupt nicht zu testen. Wir hauen ab. Traurig aber war, ab jetzt wird es eine Flucht ums nackte Überleben. Und sollte Fortuna mit mir sein und mir nochmal irgendwelche sinnvollen Items geben,
dann habe ich vielleicht nochmal eine Chance, mich ein bisschen zu leveln in den Etagen. Also, dass ich absichtlich mehr Gegner mache, bevor ich die Etage verlasse. Also, ich könnte das ja wieder, noch könnte ich es wieder hinbiegen. Aber wenn das jetzt länger so geht, dann wird das mein Todesurteil sein. Für heute heißt es fliehen. Aber sowas von. Ich hoffe, ich kann natürlich auch nur hoffen, dass diese Viecher bald nicht mehr kommen. Da kommen wahrscheinlich noch schlimmere Viecher. Oh Gott. Ein Trauerspiel. Das alles nur wegen der Verwirrung. Oh, Shoptime! Danke. Danke, danke, danke. Das ist gut. Okay, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Es ist zwar schweineteuer. Wir verkaufen erstmal. Und zwar, ja, so viel kann ich eh nicht verkaufen. Ich wollte die Himmelsbrause loswerden. Schade, dass ich nicht ins Lager gehen kann. Das wäre es jetzt. Das Schlangengift. Die Inventurliste lasse ich mal drin. Genauso wie die Kostüme. Okay. Leider keine Kostümquittung zum Kaufen. Das wäre mir jetzt echt lieb gewesen. Dann hätte ich mir nämlich wieder den Heiler machen können. Verdammt. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Ich kaufe mir natürlich großen Heilkunden. Dann kann ich wieder ein bisschen kämpfen, dass die leer sind. Und in guter Voraussicht hole ich mir natürlich auch das Turbo-Adder. So. Kostümkunde 3 brauche ich nicht wirklich. Kann ich mir eh nicht mehr leisten. Das war's. Nicht viel, aber besser wie nix. Da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen über die Runden. So, weiter geht's. Und das Schlimme ist ja, wir sind jetzt in der 39. Etage. In der 40. Da haben wir die Hälfte des Turms erreicht, aber da kommt ein Boss. Wie soll ich denn in dem Zustand bitte einen Boss machen? Das kann ich verhacken. Eigentlich muss ich in dem Level irgendwie hoffen und beten. Hoffen und beten. Jetzt erstmal wieder umkleiden. Und zwar Diva raus, Samurai rein. Der Tonteur bleibt erstmal die 2. Und das ist natürlich heilen. Es wäre eigentlich alles in Ordnung, wenn ich nur mein Weißmagier wieder bekäme. Dann wäre alles in Ordnung. Ability. Quatsch. Items. Große Heilkunde. Lesen. Auf. Kein Fehler machen. Samurai. So. Okay. Da wollen wir es mal wieder wagen. Soweit wie wir können und dürfen. Hier bekommen wir Kostümquittung! Fortuna! Ich danke dir! Ich danke dir so sehr! Oh Gott, ich... Oh, Gott sei Dank! Das Let's Play geht noch ein bisschen, hoffe ich. Denke ich, glaube ich. Also, wir lesen das natürlich. Und wir wollen unbedingt einen Weißmagier haben. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt noch einen Weißmagier machen, für den Fall der Fälle, dass das wieder passiert. Ich werde sie nicht miteinander kombinieren. Das wird quasi mein Ersatzkostüm. Es geht mir nur um die Heilung, dass ich die kann. Alles andere ist mir Schnuppe, was das für ein Level hat. Und wenn es da wieder irgendwie kaputt gehen sollte, dann habe ich einfach einen Ersatz. Deswegen werde ich es nicht zu Level 2 machen. Außerdem haben wir dann auch wieder mehr Platz hier. Kostümquittung. Weißmagier. So. Ah, ist das ein gutes Gefühl. Jetzt wollte ich aber auch noch gucken wegen Zauberschütze. Wir können den ja einmal skillen. Nee, oder? Hatten wir doch Level 1 bekommen. Richtig. Level 1 bekommen. Krieger interessiert mich nicht. Domteur übersinnen. Nee, der Rest ist nicht doppelt. Okay, dann mal kurz ablegen, bitte. Und den auf Level 5 bringt. Das ist ja dann auch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir so langsam unser drittes gutes Kostüm. Ist ja sowieso blöd, dass wir uns momentan auf 2 Stück nur verlassen, so richtig.
Aber da können wir ja langsam dann überlegen, sogar wegen dem Fernangriff, den wir dann wieder haben. So langsam wird es sich HP-mäßig vielleicht auch wieder auszahlen auf Level 5. Dafür Fernangriff müsste man sich mal echt reinziehen. Gucke ich mir gleich mal an. Das ist natürlich gegen die Viecher dann auch von Vorteil, wenn ich da die von der Ferne machen kann. Und die dann nicht mehr so viel haben, wenn sie mich halt, ne? Wenn sie mir dann gegenüber drehen. Kostümkunde, lesen. Zauberschütze mit Zauberschütze. So. Natürlich werde ich weniger HP haben wie jetzt, ist klar. Aber ich sag mal, solange es im 100er Bereich ist und ich effektiv heilen kann, warum nicht? Ich guck's mir mal an. Jetzt einfach mal nur mal zum Test. Ich werde es gleich besser anordnen. Zauberschütze. Mal gerade kurz gucken, wie viel habe ich. Is this all right? Ja, 60 ist echt wenig, ne? Aber ich habe halt den Fernangriff. Und sie ist hübsch. Ja, soll ich es wagen, mit Zauberschütze erstmal rumzurennen? Was habe ich denn da eigentlich für ein Basistalent dann? Feintisch, das ist ja langweilig. Einmalig einsetzen. Ich habe eh noch keine geraubt bisher. Das sollte ich vielleicht mal anfangen. Naja. Weiß nicht. Das ist doch ein bisschen weniger, wie ich dachte. 88 insgesamt. Das geht nicht. Da bin ich zu sehr im Heilen und ich heile nicht effizient genug. Kann ich nicht bringen. Schade. Müsste noch ein bisschen höher werden. Ich muss effizient heilen. Ich muss sparen. Deswegen tut mir leid, aber wir nehmen dann doch lieber wieder den Samurai rein. Und die Diva kann wieder an zweiter Stelle, weil ich die jetzt auch wieder heilen kann. Also mache ich das, ne, erst den Doktor wählen, dann die Diva. So, dann den Zauberschützen bitte. Doktor und zu guter Letzt, was habe ich jetzt rausgenommen, versehentlich? Der dunkle Ritter. So. Okay. The one with the blade. Richtig. So, da hat sie ja auch noch relativ gut jetzt. Stimmt, ich habe mich auch gerade geheilt. Weißmagier, ja, ich muss ja Weißmagier reinmachen, ich honk. Ich honk. Dann geht der Tonteur jetzt raus, wobei es schade drum ist, weil er. Ja gut, er ist Level 2, bringt mir nicht viel. So, Weißmagier ist wieder drin. Weißmagier bitte mit dunkler Ritter. Danke. Okay. Und hier oben noch meine Reserve. So, Dille. Jetzt wird unsere Magie wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein. Unser letzter Weißmagier war auf Level 2 oder Level 3, aber ganz ehrlich, das hat 300 HP aufgefüllt. Das kann mir egal sein, wenn ich jetzt nur noch 100, 150 heile. Oh mein Gott. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. So, und jetzt natürlich verstärkt Gegner machen, sich für den großen Kampf vorbereiten. Jetzt haben wir eventuell nochmal eine Chance gegen den Boss. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sollten natürlich auch speichern. Wobei, ich habe ja gesagt, wenn ich beim Boss verliere, wenn wir draufgehen, dann ist Schluss. Aber wir werden trotzdem das Speicherbuch verwenden. Der Part ist ja dann auch schon wieder voll. Den Boss werden wir heute wohl nicht mehr sehen. Ich muss mich gut hier vorbereiten. Ich hoffe, ich werde noch irgendwas abgriffen können, was Gutes. Level-Up wäre halt mal wieder nett. Aber gut, schauen wir mal. Scheint ja eine relativ große Stage zu sein. Gut, lohnt sich noch nicht zum Heilen. Da unten liegt was für mich. Ah ja, ein Erleuchtungsamulett. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal bekommen. Bringt es jetzt nicht. Könnte ich in die Inventurliste, obwohl ich warte mal ab, bis ich voll bin. Nimm das, du räudiges Vieh. Lästiges Insekt. So. Heilung? Noch? Nein? Abwarten. Wenn ich das so sehe, dann sollte ich mich heilen. Aber da liegt ein Kostüm. Da liegt Geld. Ich bin gespannt. Soll ich mich heilen oder nicht heilen? Ja, komm, wir heilen uns mal. Umkleiden. Nein, Quatsch. Ability. Ich kann mich wieder heilen. Juhu. Gucken wir mal, wie stark es ist. Vitka, da ist es wieder. Für den
Samurai. Ist auch wieder weiter oben. Okay. 181 haben wir insgesamt und ich denke, wir werden uns vollheilen auf Level 1. 320. Das scheint nicht, das muss von was anderem abhängen. Das geht ja kumulativ höher. Das letzte Mal waren es 300. Jetzt sind es 220. Das hat nichts mit dem Kostümlevel zu tun. Ja klar, es muss mit unseren Magiewerten zusammenhängen. Vermute ich mal stark. So, da ist auch gleich mein Freund. Da versaut mir dann wieder alles, ne? Moment mal, ich werte noch was. Ich muss die anderen Kostüme heilen. Das sollte ich wirklich tun. Abilities. Witka. Diva. So, beim Rest ist es ja eher Verschwendung. Ich gehe jetzt mal raus. So. Da ich ja jetzt einen Turbo-Adder habe, könnte ich mir überlegen, hier vielleicht nochmal Fächerattacke. Treffe ich irgendwas? Das Vieh? Nee, natürlich treffe ich nichts. Ach, Mann. Okay. Gut, das guckt mich gerade nicht an. Dann gehe ich mal dahin. Yuna ist voll. Ja gut, dann kümmern wir uns später darum. Ja, super, angreifen. Ich freue mich überhaupt nicht. Glied ja nicht. Hat jetzt eh nichts gebracht. Ja, gut, Augen zu und durch. Ich muss ja hier aufräumen. Ich muss mich für den Bosskampf vorbereiten. Bringt ja nichts, die Gegner zu ignorieren. Nur aus Angst, ich könnte wieder verwirrt werden. Ja, triff doch, Yuna! Triff das Vieh und es ist immer noch nicht blind. Ich kann nicht hingucken. Das ist so ein Nervenkitzel. Sie trifft nicht! Ah, er trifft nicht! Jetzt mach es doch! Jetzt macht doch irgendjemand das down! Bevor ich wieder... Ah, danke. Ich habe so Angst vor den Viechern. Oh Gott, ja, das kann sofort blind bringen, toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so ein Nervenkitzel. Ah, eigentlich gefällt mir das jetzt schon mehr, wie wenn ich hier einfach durchrushe. Hat doch was, oder? So, jetzt du. Mensch, wie oft die heute daneben haut. Setze das Schwert zum ersten Mal in der Hand. Gut. Wir sind ja voll, habe ich mitbekommen. Deswegen Inventurliste, Esten und weg mit dem Erleuchtungsamulett. So, hier auf dem Boden haben wir Itemschütze. Könnten wir, glaube ich, skillen. Ne? Ich habe noch einen Itemschütze herumfliegen. Langsam vielleicht noch was neuen Einser hochzüchten für den Fall der Fälle. Kann ja schneller passieren, wie man denkt, was wir gesehen haben, nur zugute. Dann muss ich mal kurz das hier wegwerfen. Dann das aufsammeln. Itemschütze aufheben. Außerdem haben wir dann wieder schön viel Platz. Obwohl, sollte ich mir das nicht aufheben? Nee, nee. Die Zeit des Aufhebens ist vorbei. Wir nutzen es gleich. Kostümkunde. Lesen. Und die beiden Itemschütze. Bitte. So. Haben wir immerhin mal wieder ein 2. Ach ja, Itemschütze ist ja auch wichtig, fällt mir gerade ein, wegen Fluchbrechen. Stimmt. Und Bomben. Das ist gut. So, Schütze nehmen wir wieder mit. So, hier haben wir ein Äther. Dankeschön. Das ist gut. Das kann nicht verkehrt sein in meinem aktuellen Status. Danke, danke, danke. So. Und nach oben. Ja gut, aber leveln, also extra mehr Gegner machen wir jetzt mir auch nichts bringen. Das ist nur die Gefahr, dass ich mehr verliere. Wäre natürlich schön, wenn ich noch ein Level bekommen würde, aber letztendlich muss ich auf gute Items noch hoffen und es sieht jetzt nicht unbedingt gut aus, denn ich habe nur noch eine Ecke, wo was kommen könnte. Und dann muss ich mit diesem... Ups. Ja, danke auch. Dann muss ich mit diesem Status den Boss angehen, von dem ich keine Ahnung habe, wie er funktioniert und wie er geht. Ich glaube, beim ersten Mal schaffen muss. So. Noch eins. Nein, es könnte aggressiv sein. Ich lasse ihn kommen, oder? Ah, ich bin noch in dieser Enge. Ich kann gar nicht nach oben. So. Okay. Beide sind mal blind. Super.
treffe trotzdem. Das ist nett. Das gefällt mir. Leider nichts an Items hier. Ich könnte es so dringend gebrauchen. Nichts. Ein Stein? Okay, das gibt mir auf jeden Fall ein Item. Immerhin. Irgendwann mal. Frisch endlich! Ja, komm schon. So, was kriegen wir denn? Wieso kann ich jetzt nicht nach links? Ach, da war noch ein Gegner! Huch! Okay. Hä? Kam aus dem Stein jetzt ernsthaft ein Gegner? Und kein Item? Wie gemein! Wird ja immer dreckiger, das Spiel. So, bitte trifft mich nicht. Jetzt müsste ich mich heilen. Gut. Ja gut, jetzt muss ich mich... Oh, nein, du hast mich jetzt nicht stumm gemacht. Du kleine Bitch. Aber ich habe ja noch eine große... Nee, habe ich nicht. Hä? Ich hatte doch zwei Stück gekauft und er ist eins genommen, oder? Bin jetzt blöd. Kann doch nicht wahr sein. Ich hatte doch... Jetzt hat mich das Vieh doch im dreckigsten Moment... Okay, es hat nur noch... Ich muss nur einmal treffen. Aber wenn ich daneben schlage, laufe ich Gefahr, dass mein Kostüm kaputt geht. Dankeschön! Und Level up! Danke. Immerhin. So, jetzt muss ich hoffen, dass der Stummeffekt gleich weggeht und ich mich heilen kann. Stärketrank! Im perfektesten Moment! Effizienter geht es nicht. Danke! Noch ein Level. Gleich trinken. Sodele. Oh mein Gott. Nein, was ist das? Voll... Was? Vogelleim? Ach, jetzt bin ich langsam. Jetzt muss ich hier dumm rumstehen. Kann ich mittlerweile wieder... Ja, wenigstens etwas. Dann werde ich mich mal heilen, wenn ich jetzt eh nicht umlaufen kann. Nein, es war doch hier. Okay, dann machen wir es nochmal spannend. Das letzte Item wird ein Kostüm sein. Das freut mich jetzt nicht so besonders. Ich muss halt warten, bis der Zustand weggeht. Das macht mich jetzt nicht so glücklich, ehrlich gesagt. So. Schütze. Das ist ein Trauerspiel. Ja, Leute, das war's. Also mehr Items werde ich nicht abgriffen können. Und ich mache jetzt auch die Gegner nicht. Weil, obwohl... Ist eigentlich... Nein, das ist Traditionsbruch. Ich mache die Gegner. Sie bringen ja Erfahrung. Und die sind ja auch relativ harmlos, muss ich sagen. Die stören mich nicht so. Ja, dann werden wir das nächste Mal eventuell den letzten Part haben, wenn ich gegen den Boss nicht... Aber ich... Gut, sind wir mal jetzt nicht so pessimistisch. Wir können uns immerhin wieder heilen. Das ist das Wichtigste. Wir haben genug Magiepunkte. Solange er mich nicht one-hittet und mir einen hässlichen Zustand aufdrückt, könnten wir das Ding auf jeden Fall rocken. Und weiterkommen. Die schlimmste Gefahr ist gebannt. Ich kann mich wieder heilen. Ich habe erstmal noch Magie und ja, solange mich der Boss jetzt, der kommt, nicht verwirrt, ist alles gut. Ja, also sind wir doch jetzt wieder optimistisch. Ja. Das passt besser zu mir. Oh, jetzt müssen wir uns nur noch den Weg bahnen. Yo. Jetzt stumm gemacht hast, ist nicht so schlimm. Mir geht es noch relativ gut. Naja, immerhin wieder 38. Das Level ist jetzt nicht mehr ganz so unten. Och, kommt, hör doch auf mit dem Shit. Ich hab das bald. Nein, den da oben mache ich. Was zum... Es reicht jetzt. Ich kann ja keinen Schritt hier mehr machen. Jetzt ist das wieder. Ich könnte kotzen, wenn ich jetzt nach oben laufe. Wird es mich eh angreifen? Fliehen? Also wenn ich jetzt attackiere, wird es mich mindestens dreimal treffen. Wenn ich fliehe, wird es mich einmal treffen. Also los. Oh, oder eben gar nicht. War freundlich. Gut. Umso besser. Oh shit, die müssen mich quälen bis auf den letzten Schritt. Jetzt ist da natürlich... Soll ich es
machen oder nicht? Ja, jetzt muss ich es angreifen. Das könnte theoretisch mich dreimal attackieren oder so, bis ich an ihm vorbei bin. Los. Bitte, 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 bitte. Aber noch, so noch einmal, bitte nicht, bitte nicht. Los. Ja, danke schön. Das lief gut. Was kommt da für ein Vieh? Ein Flattermännchen. Okay, akzeptiert. Na, nix wie weg, ey. Alles klar. So. Gut, Freunde, wir werden jetzt uns natürlich noch voll heilen für den Boss. Abilities. Vitka. Ja, und solltet ihr merken, dass der nächste Part dann eine kleine Minutenanzahl hat, dann könnt ihr euch ja denken, was passiert ist. Mal schauen. So, Samurai Level 8 auf jeden Fall. So, die restlichen Kostüme, das ist es mir nicht unbedingt wert. Das ist ja. So oder so ähnlich. Oder Moment mal, wie sieht es denn mit der MP aus? Wir können uns das Äther eigentlich schon zu Gemüte führen. Dann spare ich mir nämlich die Action im Kampf, wenn mir die Magie ausgehen sollte. 10 MP bringen sie jetzt nicht. Können wir uns gleich das Turbo-Äther, können wir beides reinpfeifen, finde ich. Jo, machen wir das doch. So, das andere auch noch. Und hau rein. Haben wir auch wieder Platz gespart. Ist ja auch wichtig, denn 40. Etage bedeutet ja, dass wir 4 Items bekommen, wenn wir den Boss schaffen. Dann kriegen wir ja auch wieder eine Sequenz und 4 Items. Das bedeutet, wenn ich jetzt noch das Speicherbuch nehme, haben wir 2, 3, 4 Plätze frei. Perfekt. Gut. Dann untersuchen. Aufzug mit Speicherbuch. So, Freunde, freut euch mit mir, denn der nächste Part wird ein Bosskampf und wenn wir glorreich davonkommen sollten, dann werden wir eine Sequenz bekommen, Items und ja, mal sehen, wie das hier noch weitergeht. Bei Let's Play Final Fantasy X-2 The Last Mission. Bis dann.